Und damit wieder herzlich willkommen bei Sniper Elite 3. Ich bin gespannt, hier sind auf jeden Fall wieder ganz viele Soldaten. Ja, ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo bin ich? Ich bin in irgendeinem Lager, so wie es ausscheint. Oh, scheint auch geil. Aussieht, wollte ich sagen. Oha. Okay. Aber wo muss ich lang? Oh, da kann ich nicht durchgehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ah. Ah, okay. Platziere die Sprengladungen an den Stützpfeilern. Um die Ratte. Um die Ratte, okay. Aha. Ich bin also wirklich schon bei der Ratte. Oh. Nur, warte mal, sind die... Ist das unten oder ist das oben? Das weiß ich jetzt noch nicht, wo ich genau hin muss. Mal schauen. Ich muss mir ja erstmal irgendwie einen Überblick verschaffen. Ich glaube, ich gehe erstmal nach da oben, oder? Ich habe gerade keine Lust. Oh, shit. Oh, wieso sieht er mich denn? Geh weg. Keine Lust mehr auf euch. Nein, komm mir nicht zu nah. Da ist er. Oh, nein. Oh, Mann, jetzt kommen sie alle wieder auf mich zu. Kann wohl nicht sein. Wechsel mal eben meinen Standort. Dann wissen die nämlich nicht mehr, wo ich bin. Geh weg. Hau ab. Lass mich. Komm hier nicht hoch. Manno. Ja, tschüss. wurde befördert. Mann, oh, jetzt gibt's hier schon wieder Radau. Tschüss. Boah, ist das der Panzer, ey? Das ist diese Ratte? Was für ein Monster. Heftig. So. Ist jemand hinter mir? Ach, da. Ich Munition. Oh nein! Bitte! Scheiße, ich muss Munition finden. Und hier sind so viele Soldaten. Oh Gott. Okay, ich begebe mich jetzt auf Munitionssuche. Hier ist schon mal ein Stern, aber das wird unten sein. Scheiße. Aber ich muss sowieso erstmal Munition finden. Ich glaube, dafür muss ich runter, oder? Ich kann mir vorstellen, dass ich hier oben Munition finde. Aber dieser Leiche hier bestimmt nicht. Nichts gefunden, ja, natürlich. Aber hier, ich kann hier das hier schon mal machen. Alles klar. Wo ist Munition? Munition, Munition. 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 Hier sind wieder voll viele. Aber bringt ja nichts. Sie müssen alle weg. Weg, weg.
hier meine Arbeit erledigen kann. Naja, versteck dich durch. Ich hab dich gesehen. Ich brauch Munition. Scheiße, wo kommen die denn jetzt her? Was? Was? Nein! Ah, shit. Ich habe nur noch wenig Munition. Ach so. Ah. Ja, da hast du gespeichert. Das ist doch gut. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder runter. Das war nicht so eine gute Stelle da hinten, wo ich gerade war. Hm. Schwierig, schwierig. Munition zu finden. Aber ich brauche Munition. Denn in diesem Spiel habe ich es öfters versucht, leise zu sein und zu schleichen. Aber es gelingt mir nie. Ich muss sie immer alle töten, das geht nicht anders. Achso. Immer noch Munition. Kann ja sein, dass es hier nichts gibt? Kommt schon. Wenigstens ein bisschen. Boah, schon. Oh, da ist auch wieder einer. Nur noch ein, krass. Aber der scheint oben zu sein. Oh Gott, hier lungern schon wieder so viele rum. Verdammt. Raum. Kann ich da reingehen? Vielleicht ist da Munition oder so. Toll, so ein Ding will ich nicht. Da. Hä? Wie nur Verbandskasten? Willst du mich verarschen? Nee, ich will keinen Panzercheck, ey. Mann. Da hinten ist noch ein Raum. Ach nö. Hier ist auch nichts. Na toll. Wow. Großartig. Ja, ne? Ich speichere mal ganz kurz. So. Ja, toll. Boah, wie viel? Shit. So ein kleiner Arschkarte hier.
muss da hin. Ich habe immer noch keine Munition, ey. Muss ich hin, da wo ganz viele Soldaten sind. Prima. Ganz toll. Ganz toll. Moment, ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, da bin ich wieder. Ich wurde ganz kurz abgelenkt. Weiter geht's. Shit, ist das doch unten? Hä? Echt jetzt? Ist das da unten? Oh, wollt ihr mich verarschen? Hä, ich habe das gerade da oben gar nicht gesehen. Doch da. Krass. Oha. Die Ratte. Nein. Was muss ich machen? Ach so. Mhm. Jetzt muss ich da hoch. Wie komme ich denn da hin? Ach da. Boah, das sind jetzt einfach zu viele. Krass. Kann ich auch hier hoch? Nee, oder? Ich versuch's einfach mal. Aber ich weiß nicht so richtig, wohin. Am besten dahin. Da hinten komme ich wieder runter, da müsste ich eigentlich zum Panzer kommen, oder? Wenn ich jetzt hier runter gehe. Ach, hier kann man hoch. Hallo? Ich will da hoch. Der springt nicht. Oh Mann. Ich will da hoch. Der lässt mich nicht. Hier kann ich aber hoch. Schnell! Wir haben es gleich geschafft. Das war's. Jetzt nichts wie weg hier. Ja, toll. Wohin?
Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin soll. ja. Fliehe aus dem Hangar. Scheiße. Ernsthaft? Dahin. Aber der schießt doch die ganze Zeit dahin. Soll ich das schaffen? Außerdem lässt er mich hier gerade nicht durch. Denn noch? Was? Habe ich noch das Ding hier? Ich muss erstmal speichern. Speichern! Oh Gott. Wie mies ist das denn bitte? Jetzt habe ich nur noch so eine billige Waffe hier. Oh, nice. Ich habe hier doch gerade Leute gesehen, oder nicht? Hä? Doch nicht? Habe ich mich verguckt? Hey, hier sind doch welche. Ganz toll. Warte mal, habe ich noch irgendwie... Jetzt noch einer? Komm schon! Keine Zeit! Ja, was soll's. Oh.
klar. Nein, ich will die Waffe nicht. Ich will die hier. Kann ich die nicht nehmen? Wieso kann ich die nicht nehmen? Dein Ernst? Irgendwas machen, okay. Oh, Scheiße, ich brauche eine andere Waffe. Brauche echt eine andere Waffe. Ja, damit kann ich auch nicht viel anfangen. Ich brauche mehr Munition. Das gibt's doch nicht. Nur wegen einer Kackwaffe jetzt. Habe ich jetzt wieder... Ah. Nein, ich. So, jetzt aber. Wir sind uns ähnlich. Sie und ich. Helfen Sie mir! Ich bin nicht wie Sie. Ich weiß, wen ich töte. Valen ist tot und die Ratte zerstört. Aber der Krieg ist bei weitem nicht vorbei. Es gibt noch viele Ziele, die eine Kugel wert sind. Und Männer, die sterben müssen. Zeit, mir einen neuen Auftrag zu suchen. So, das war's mit Sniper Elite 3. Den neuen Auftrag, den kann er sich bei Sniper Elite 4 suchen. Denn das erscheint, meine ich, im Januar 2017, wenn ich mich nicht irre. Und ja, also ich fand das Spiel so allgemein echt cool. Es gab immer Missionen, die man erledigen musste. Ja, mit den Panzern, da bin ich jetzt nicht so geschickt drin, aber die Ratte, die war jetzt nicht so schwer zu machen. Also mit der Sprengladung setzen, das war schon in Ordnung. Was ich nicht so gut fand, war das mit dem Scharfschützengewehr, dass man, wenn man geschossen hat, dass man das wirklich jedes Mal gesehen hat in Zeitlupe. Es war zwar cool, es war ein cooler Effekt, aber ich finde, das hätte man nicht jedes Mal machen müssen, weil da geht auch ein bisschen Zeit drauf. Und wenn man dann so viele Soldaten immer hat, ja, ist halt ein bisschen blöd, dann dauert das immer so ein bisschen. Aber sonst ganz cool gemacht. Auch noch ein kleiner Kritikpunkt ist von mir, dass wenn wir zum Beispiel, ich glaube, das war, wenn wir eine neue Mission begonnen haben, dann kam immer ein Bild, zum Beispiel, wie man jetzt Panzer zerstören kann. Und dieses Bild war wirklich nur eine Sekunde lang da, sodass ich mir das gar nicht so richtig angucken konnte. Und deswegen hat es ja auch beim ersten Mal so lange gebraucht, bis ich diesen blöden Panzer zerstört habe. Ja, das war auch noch so ein Kritikpunkt von mir. Ansonsten fand ich das Spiel echt ganz cool. Ich freue mich schon auf den vierten Teil. Ich denke mal, dass ich das dann hier auch auf meinem Kanal spielen werde. Und ja, eigentlich gibt es dazu nicht mehr viel zu sagen. Die Zeit war eigentlich recht angemessen. Fand ich echt cool. Es war nicht zu wenig... was wollte ich jetzt sagen?
kurz, genau. Zu kurz und auch nicht zu lang. Es war halt angemessen. Und ja, sonst denke ich, war's das. Und ich lasse jetzt den Abspann hier noch laufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch ganz gerne freuen. Und ja, bis dann. Tschüss. Durch die Aufdeckung des Projektes Seuche ist es noch dringlicher geworden. Und um sicherzustellen, dass ähnliche Pläne niemals verwirklicht werden können, unternahmen alliierte Streitkräfte den Versuch, während einer 5-monatigen Bombardierung die deutsche Stahlproduktion lahmzulegen und das Kriegsende herbeizuführen. Die sogenannte Schlacht um die Ruhr erlebte ihren unerschrockenen Höhepunkt im Mai 1943 mit der Operation Chastise und der Zerstörung der Möhne- und Edertalsperren durch die 617. Staffel. Die Nazis stellten ihr Programm Ratte 1943 ein und das Projekt Wunderwaffe war lediglich eine Fußnote der Geschichte.